Dann starten wir mal. Grüezi miteinander und ein herzliches Willkommen zum Mine Gewissen aktuell, in welchem wir heute die zwei Areale, SMBS-Areal und Minergie-Areal, etwas näher kennenlernen dürfen. Viele von Ihnen durften wir bereits in den letzten Tagen online begrüßen zu den verschiedenen Veranstaltungen rund um die neuen und überarbeiteten Gebäudelabels. Und es freut mich, sind auch heute trotzdem noch so viele Personen hier zugeschaltet. Herzlich willkommen. Wie Sie wissen, wurden die Areale vor 2 Wochen, Mitte September in Bern, lanciert. Und jetzt heute ist es eigentlich dieselben Inhalte, einfach in digitaler Form und für Sie im Nachgang auch einsehbar. Also keine Sorge, falls irgendwie das Mittagessen auf dem Herd anbrennt oder Sie irgendwie sonst etwas anbrennt und Sie etwas verpassen sollten. Sie können es im Nachgang anschauen und es steht Ihnen zur Verfügung, weil wir es Ihnen per Mail auch zusenden werden. Mein Name ist Irina Zindl und ich darf Sie heute in der kommenden Stunde begleiten und freue mich, die heutigen Referentinnen vorzustellen, Barbara Pataki und Stefanie Steiner, die uns die zwei Areale vorstellen werden. Sie waren beide maßgebend bei der Entwicklung der Areale involviert. Barbara Pataki hat das SMBS-Areal bei Durable Planung und Beratung mitentwickelt und Stefanie ist Projektleiterin des Areals bei Minergie. Und heute ist ein bisschen auch ein besonderer Tag. Es durften sowohl ein SMBS-Areal bereits umgesetzt und zertifiziert werden und heute Morgen ging anscheinend auch das Zertifikat für ein Minergie-Areal raus. Also es geht, dass es nicht nur die Praxis zeigt, sondern auch in der nicht nur in der Theorie gezeigt wird, sondern auch in der Praxis. Bevor wir nun starten, ein paar kleine Hinweise, die Sie bereits kennen. Ich versuche es mal mit der Steuerung. Genau. Das Mikrofon und Kamera sind standardmäßig ausgeschaltet. Bitte belassen Sie das so, damit wir die Gespräche oder Hintergrundgeräusche nicht hören. Sie können aber jederzeit Ihre Fragen in den Chat stellen. Wir werden dann am Ende der Veranstaltung auf diese eingehen. Wie Sie links oben sehen, wird die Veranstaltung eben aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang per Mail zugesendet. Und sonst, falls es irgendwelche Probleme geben sollte, wird Ihnen Laura gerne weiterhelfen unter der eingeblendeten Nummer. So, wie sieht denn die folgende Stunde aus? Wir starten mit einer Vertiefung ins SMBS-Areal von Barbara Pataki. Dann wird Stefanie Steiner uns das Minergie-Areal vorstellen. Dann machen wir einen kurzen Vergleich von den Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Labels. Und am Schluss sind Sie dran mit Ihren Fragen. Und jetzt wollen wir nicht zu viel Zeit mit mir verlieren, sondern Barbara, ich übergebe sehr gerne dir das Wort. Danke. Danke und auch willkommen meinerseits. Ich werde gern über das SMBS-Areal berichten und einen ersten Einblick in den neuen Standard ermöglichen. Stefanie, kannst du die Steuerung? Danke. Genau, also mit SMBS-Areal haben wir einen umfassenden, zertifizierungsfähigen Standard für nachhaltige Areale erarbeitet. Es basiert auf der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundesrates sowie auf schweizerischen Standards und Normen für die möglichst zielführende Anwendbarkeit. Es soll ein gemeinsames Verständnis für alle Akteure schaffen über die Nachhaltigkeitsziele, die zu erreichen sind. Es ist ein Standard, was bereits in einer sehr frühen Phase, also in den Phasen 1 und 2, ausgelegt und vorzertifiziert werden kann. Es ist ein Standard natürlich in der Labelfamilie vom Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz. Es basiert auf SMBS Hochbau, damit auch die bekannte Benotung mit dem Schulnotensystem, Noten 1 bis 6. Es fokussiert aber wirklich auf die Entwicklung von Arealen. Es bietet auch eine Anschlusslösung für die bestehenden 2000 Watt Areale. Die nächste Folie zeigt dann die Grundsätze von SMBS-Areal. Für die Zertifizierbarkeit brauchen wir mindestens 2 Gebäude mit mindestens 2 Nutzungen und die Mindestfläche beträgt 10.000 Quadratmeter EBF. Der Standard soll für jegliche Nutzungen anwendbar sein. Es muss keine hochbaukompatible Hauptnutzung vorhanden sein.
Es ist auch deswegen, weil der Schwerpunkt am Freiraum liegt. SMBS-Areal basiert zwar auf Hochbau, aber die Bewertung ist mehr auf die Umgebung und übergeordnete Themen fokussiert in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Und die einzelnen Bauten werden nur so weit betrachtet, wie sie auf Einfluss auf das Areal haben. Der dritte Schwerpunkt ist noch die Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass die meisten Areale, Gebäude in Bestand, in Erneuerung und auch als Neubau beinhalten. Es muss oder kann nicht nur ein reiner Neubau- oder Umbauareal zertifiziert werden. Von dem Aufbau her kommt wahrscheinlich für die meisten Personen sehr bekannt vor. Wir haben die 12 Themen, die sind grundsätzlich deckend mit SMBS Hochbau. In diesen 12 Themen haben wir 30 Kriterien und insgesamt 80 Messgrößen. Also es ist etwas schlanker als SMBS Hochbau. Der SMBS-Standard, also SMBS-Areal-Standard soll eine hohe Planungs- und Handlungssicherheit bieten, wirklich von der Entwicklung bis in die Nutzung und Bewirtschaftung. Es ist auf Sondernutzungsplanungen zugeschnitten, damit auch für Gemeinden und Kantonen ein Tool für die nachhaltige Entwicklung gibt. Die Entwicklerinnen können es bereits in der Phase 2 gut anwenden und es kann sehr gut die ESG-Ziele abbilden, die ja auch für Immobilienhalter ein wichtiges Instrument bedeutet. Es soll eine Vergleichbarkeit schaffen mit ähnlich gelagerten Entwicklungen und wie bereits erwähnt, es ist auch die Überführung von bestehenden Areale möglich. Wie SMBS-Areal entstanden ist. Wir haben diverse Kriterien von SMBS-Hochbau übernommen, die bereits eine übergeordnete Bewertung dargestellt haben. Das sind insgesamt 22 Kriterien. Wir haben 8 zusätzliche Kriterien, die sind zum Teil von früheren SMBS-Hochbauversionen bekannt, die wären aber in der neuen Hochbauversion nicht mehr drin, weil es einfach eine andere Flughöhe bedeutet. Und es gibt neue Kriterien, die sich primär mit der Arealbetrachtung in Bezug auf Steuerung, also Governance und Arealentwicklung beschäftigen. Die Anwendung kann, also für die Vorzertifizierung kann bis und mit Phase 2 gut abgeschlossen werden, weil diese Vorzertifizierung auf Dokumente basiert, die in frühen Phasen erarbeitet und auch in einem normalen Entwicklungsprozess auch vorliegen würden, sei es Zielvereinbarung, diverse Projektstudien oder auch ein Pflichtenheft, wo die Nachhaltigkeitsziele eben fast festgehalten sind. Das heißt, wenn das Projekt in die Projektierung kommt, sind die Zielsetzungen bereits alle festgehalten und damit ist eine Planungssicherheit vorhanden. Wenn wir jetzt in die Kriterien eintauchen, ich verspreche, ich werde jetzt nicht alle 30 Kriterien und sowieso nicht alle 80 Messgrößen aufzählen, aber einfach vor allem, wenn man sich mit SMBS Hochbau ein bisschen auskennt, dass man sieht, wo die Ähnlichkeiten sind. Also schon mal die ersten 2 Kriterien sind ja gleich. Dann kommen 2 neue Kriterien, die sehr arealspezifisch sind, wie bereits erwähnt, Governance und Arealentwicklung. Das sind sehr wichtige Kriterien, die diese übergeordneten Themen von der Arealträgerschaft und Kommunikation beinhalten. In den nächsten Kriterien haben wir sehr viele bekannte Themen drin, über die Erreichbarkeit, verkehrstechnische Erschließung. Und wir haben 2 neue Kriterien wieder, 131 Räume soziale Interaktion. Das ist eigentlich etwa gleichgesetzt mit den halböffentlichen Innen- und Außenräumen, aber es ist eine sehr konzeptionelle Beurteilung und es geht darum, dass es ein kohärentes System oder Struktur für das Projekt zugeschnitten erarbeitet wird. Und im Kriterium Mikroklima wird tatsächlich das lokale Klima ins Zentrum gesetzt mit
primär mit Begrünung und Verschattung von den Außenräumen sowie die Durchlüftung im Areal. Auf dem nächsten Blatt haben wir die Kriterien im Bereich Wirtschaft. Auch wieder sehr viele Kriterien, die wir auch früher gekannt haben, von Lebenszykluskosten über Bewirtschaftungskonzept. Es ist natürlich eine ganz andere Flughöhe. Für die Anwendung liegen auch Hilfsdos bereit, damit einfacher zu verstehen ist, was hinter den Anforderungen steckt. Es ist ein sehr wichtiges Ziel gewesen in der Entwicklung, dass wir die Kreislaufwirtschaft ein bisschen besser integrieren, obwohl die Themen bis jetzt auch schon im SMBS-Hochbau aufgetaucht sind. Jetzt heißt es Wiederverwendung im das Kriterium 213, wo wirklich der Fokus darauf liegt, mögliche Wiederverwendung, Reuse oder Wiederverwertung zu fördern. Dann haben wir die Flexibilität ist neu im Bereich Wirtschaft eingegliedert und das Kriterium regionale Wertschöpfung ist hier auch vorhanden, mit dem Unterschied, dass hier nicht nur das Gebäude, sondern auch die Umgebung, also sprich BKP 4, mitbewertet wird für die regionale Unternehmen. Und dann haben wir ein sehr wichtiges arealbezogenes Thema, das Konnektivität, Gesamtkonzept Vernetzung. Darunter kann man sowohl digitale Lösungen verstehen, als auch Förderung von gemeinschaftlichen Austausch. Es gibt hier auch sehr gute Hinweise im Kriterienbeschrieb selbst, wie man das umsetzen kann. Und jetzt kommen wir schon zum Bereich Umwelt. Da haben wir die ganze Ökobilanzthemen, wie bis jetzt auch Erstellung, Betrieb und Mobilität. Es ist sehr wichtig, das war Teil der Harmonisierung, dass Erstellung und Betrieb gleich wie beim Energie bewertet wird mit den gleichen Tools, mit den gleichen Instrumenten, Erstellung nach Minergie ECO und Betrieb nach Minergie bzw. nach Mucken. Und eine weitere Neuerung ist, dass bei der Erstellung auch der Restwert von rückzubauenden Gebäuden mit berücksichtigt wird, falls der Bestand weniger als 60 Jahre hat. Das ist eine Messgröße mit 0,5 Punkte Wert. Es ist insofern spannend, weil für die Erstellung, für diese zwei Kriterien haben wir tatsächlich die Mindestnote 4,5. Wenn man sich mit SMBS auskennt, weiß man, dass grundsätzlich für die Kriterien die Mindestnote 4 gelten würde. Für diese zwei Kriterien haben wir tatsächlich 4,5 Punkte als Mindestnote. Und dann natürlich, wir sind auf einem Areal. Es soll auch wieder eine übergeordnete Betrachtung vorhanden sein. Also für die Betriebsenergie wird nicht nur eine reine Emissionsbewertung erfolgen, sondern es soll auch ein übergeordnetes Konzept mit möglichen Synergien auf dem Areal, mit der Nutzung solarer Energie oder eben auch mit der späteren Messung, Monitoring vorgelegt werden. Dann haben wir eine baustellenspezifische Anforderung, die kennt man, glaube ich, jetzt schon recht gut. Dann Betriebsoptimierung ist auch gleichwertig wie bis jetzt. Die Mobilitätsthemen sind auch ähnlich, ein bisschen höher gesetzt mit den Anforderungen. Und neu dazu gekommen ist noch die Elektromobilität als eigenständiges Kriterium. Auf dem letzten Blatt von den Kriterien sehen wir dann noch Biodiversität und Wasser als eigenständige Kriterien und wieder den Begriff Kreislaufwirtschaft. Das geht eigentlich dort um die Abfallbewirtschaftung, also tatsächlich um Phase 6, wie dort möglichst auf Kreislaufwirtschaft geachtet werden könnte. Und natürlich, wie bis jetzt auch, das letzte Kriterium ist die Verdichtung. Neu heißt es haushälterische Bodennutzung. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Prozess. Wir haben im SMBS-Areal drei Zertifizierungsarten. Wir haben die Vorzertifizierung, wir haben die definitive Zertifizierung und die Rezertifizierung. Die Vorzertifizierung kann und im Idealfall soll auch wirklich in einer sehr frühen Phase erfolgen. Und dann in den Phasen 3 bis 5 gibt es eigentlich eine Begleitung, aber keine zwingende Zertifizierung bis zur Baufertigstellung, wo die definitive Zertifizierung erfolgen kann. Diese Zwischenschritte, die man jetzt hier auf der Grafik steht,
stehen dafür da, wenn es ein sehr großes Areal mit diversen Etappen und Baufeldern gibt, dann besteht die Möglichkeit oder auch eine sinnvolle Anwendung, dass diese Zwischenschritte durchgeführt werden. Da werden eine Handvoll Kriterien, vor allem quantitative Anforderungen, nachgeprüft, dass man noch auf dem richtigen Weg ist, dass die Ziele tatsächlich mit dieser Entwicklung erreicht werden können. Diese Zwischenschritte können von der Bauherrschaft selbst festgelegt werden, in welchem Zeitpunkt diese erfolgen sollen. In einem normalen Prozess sollte zwischen Vorzertifizierung und definitiver Zertifizierung etwa 10 Jahre liegen. Das kann natürlich in begründeten Fällen auch verlängert werden und es erfolgt noch eine einmaligere Zertifizierung nach 5 Jahren im Betrieb. Dann auf dem nächsten Blatt ist noch ein sehr wichtiger Hinweis. SMBS-Areal bedarf ja keine Gebäudezertifikate auf dem Areal, also die Gebäude haben keine Verpflichtung für Einzelzertifizierungen, aber es besteht die Möglichkeit, wie eine Doppelzertifizierung zu machen für Hochbau und dann müssten für die einzelnen Gebäude nur diese 10 Kriterien mit berücksichtigt, mitgeführt werden in der Planung und Realisierung und dann besteht die Möglichkeit, dass man auch die SMBS-Hochbauzertifikate erreichen kann. Ich glaube, das letzte Blatt ist nur wirklich eine sehr grobe Übersicht. Das ist ein Prozessplan, wo eigentlich genau das aufgezeigt wird, was ich vorhin schon erläutert habe. Also in dem Sinne würde ich, glaube ich, das Wort jetzt an Stefanie übergeben. Vielen Dank, Barbara. Ich freue mich, Ihnen jetzt gleich anschließend das Minergie-Areal zu präsentieren. Ich starte gleich mit einer Übersichtsfolie, die Ihnen eigentlich einen sehr guten Eindruck gibt, was das Minergie-Areal beinhaltet. Ich glaube, wenn Sie dieses Bild mit nach Hause nehmen, dann haben Sie einen guten Eindruck, was wir mit dem Minergie-Areal erreichen möchten. Das Minergie-Areal besteht aus mindestens 2 Gebäuden und hat 3000 Quadratmeter EBF, also etwas kleiner als das SMBS-Areal. Und wir teilen das Minergie-Areal in 5 Bereiche auf. Die sind hier gekennzeichnet mit diesen runden A bis E. Das geht um die Einzelgebäude, um das Arealmanagement im Bereich B, C Energie und Treibhausgase, D Komfort und Klimaanpassung und E Mobilität. Also wir fokussieren auf die Energieeffizienz und Klimaanpassung. Das sieht man hier schon in diesen Bereichen, die wir abdecken. Ganz zu Anfang möchte ich kurz aufzeigen, was eigentlich getan werden muss, damit man sich als Minergie-Areal zertifizieren lassen kann. Wir haben 17 Pflichtvorgaben in diesen Bereichen A bis E, Einzelgebäude bis Mobilität. Die muss man umsetzen. Also es ist ein Ja-Nein-System. Und dann gibt es noch einen Katalog mit 17 sogenannten Wahlvorgaben. Hier kann man sich 3 herauspicken, die für einen passen. Setzt diese um. Wenn man diese beiden Dinge erfüllt, also 17 Pflichtvorgaben plus 3 Wahlvorgaben, kann man sich als Minergie-Areal zertifizieren lassen. Ich gehe jetzt in den nächsten Folien detaillierter auf diese einzelnen Vorgaben, also auf die 17 Pflichtvorgaben ein. Es steht vieles auf diesen Folien. Ich werde nicht ganz in dieses Detail einsteigen, aber ich denke, es ist für Sie nützlich, wenn Sie diese Folien dann im Nachgang auch zur Verfügung haben, weil sie einen guten Einblick geben, was eigentlich gefordert ist. Jetzt gehe ich zuerst auf den Bereich A, die Einzelgebäude, ein. Anders als im SMBS-Areal ist im Minergie-Areal sehr wichtig, dass die einzelnen Gebäude zertifiziert werden müssen. Insbesondere die Neubauten müssen nach Minergie, PA oder ECO zertifiziert werden. Das ist wichtig für Minergie, weil Minergie doch steht für einen Komfort im Innenraum, also gute Luft und den Hitzeschutz. Und das möchten wir auch in den Arealen gewährleisten. Bei Bestandesbauten ist es etwas einfacher, also nicht einfacher, aber da gibt es verschiedene Wege. Da kann man arbeiten mit der Minergie-Erneuerung oder auch mit der GEAG-Gebäudehülle Klasse C oder auch einem SMBS-Hochbauzertifikat. Wenn natürlich ein Gebäude zum Beispiel bereits die GEAG-Gebäudehülle Klasse C erreicht, dann muss man in diesen Gebäuden nichts tun bezüglich Gebäudehülle. Anders ist es dann bei der Energieversorgung, da komme ich später darauf zurück.
Was speziell ist bei der Minergie-Zertifizierung der Einzelgebäude, die Einzelgebäude müssen nicht den Grenzwert für die Treibhausgase in der Erstellung und der Eigenstromproduktion einhalten. Ich komme dann in der nächsten Folie nochmal darauf zurück. Es gibt einen Arealgrenzwert, der über das ganze Areal gilt und die Einzelgebäude können abweichen von der einzelnen Minergie-Zertifizierung. Dann etwas speziell jetzt für Minergie, ein Bereich, den wir so bisher nicht abgedeckt haben in den Einzelgebäuden, ist das gesamte Management-Thema, also vor allem die Organisation. Auch das Minergie-Areal verlangt eine Organisationsform im Areal. Wir brauchen einen Ansprechpartner für diese lange Entwicklungsphase, für die lange Begleitung, die wir hier mit dem Minergie-Areal in den Arealen machen. Da gehört auch die Prozesslenkung dazu, die Archivierung von Inbetriebnahmeprotokollen etc. Da gibt es eine Vorlage, die ausgefüllt werden kann, um eben diese Anforderung bezüglich Organisation zu erfüllen. Das kann natürlich aber auch anders gemacht werden, mit einem anderen Dokument belegt werden. Dann gehört in den Bereich Management auch B1.2 Monitoring und B1.3 Überprüfung der energetischen Betriebsdaten. Das sind sehr eng verknüpfte Vorgaben, weil eigentlich B1.2 die technische Voraussetzung schafft, damit man dann B1.3 erfüllen kann. Also wir verlangen ein zertifiziertes Minergie-Modul für das Monitoring und in den Gebäudebereichen, wo dies zur Verfügung steht, auch mit Monitoring-Check. Dieser Monitoring-Check erlaubt es, dass man die Planwerte aus der Planung des Minergie-Antrages mit den effektiven Messwerten vergleichen kann. Wenn das nicht zweckmäßig ist, kann man auch ein anderes Monitoring-System verwenden. Es ist einfach die einfachste Möglichkeit, um diese Anforderung zu gewährleisten. Und mit diesem Monitoring-Check, der erfüllt dann eigentlich schon die B1.3-Anforderungen. Also wir verlangen, dass eben die effektiven Messwerte, die effektiven Verbrauchswerte im Areal verglichen werden mit den Planwerten innerhalb der ersten 2 Jahre und falls dann eben Abweichungen entdeckt werden, eine Betriebsoptimierung gemacht wird, um die Fehlfunktionen zu beheben. Dann kommen wir zu dem klassischen Bereich von Minergie, Energie und Treibhausgase. Also da geht es um die Energie im Betrieb, aber auch um die Treibhausgase in der Erstellung. C1.1 bis C1.4 sind eben die klassischen Betriebsthemen. Wir verlangen für alle Gebäude im Areal eine erneuerbare Heizung. Das gilt auch für zum Beispiel Gebäude, die nicht erneuert werden, weil sie einem Schutzstatus unterliegen. Auch diese Gebäude müssen erneuerbar beheizt werden. Wie Sie bereits im Essenbess-Areal gehört haben, verlangen auch wir ein Energiekonzept für das Areal, weil Areale sind eigentlich die ideale Voraussetzung, um zum Beispiel auch Abwärme zu nutzen. Wenn zum Beispiel in einem Ort eben Abwärme aus Kühlaggregaten entsteht, soll diese auch im Areal wieder genutzt werden. Also das möchten wir, dass das angeschaut wird und dann die optimale Variante für die thermische Energieversorgung gewählt werden kann. Speziell im Minergie-Areal gegenüber der Einzelgebäudezertifizierung ist, dass wir nur 25% fossiler Anteil in der Fernwärme erlauben. Das ist die Vorgabe C1.3. Das ist also weniger als bei der Einzelgebäudezertifizierung, weil wir denken, Areale sind große Gebiete, die eben auch Einfluss nehmen können, dass eben die Fernwärme langfristig auch ihren fossilen Anteil absenken kann. Dann die C1.4, das ist die Nutzung solare Energie. Das ist ja bereits in der Minergie-Einzelzertifizierung, Gebäudezertifizierung eigentlich hinterlegt, dass eben solare Energieproduktion stattfindet. Aber speziell im Areal ist eben, dass man einen Arealgrenzwert einhalten muss. Man kann also die Photovoltaikanlagen hinstellen oder hinbauen, wo man möchte, innerhalb des Areals und ist nicht darauf fixiert, dass es eben auf dem Neubau oder auf der Erneuerungsbau sein muss. Also man kann zum Beispiel auf einem Erneuerungsbau etwas mehr machen, dafür auf einem Neubau muss man dann nicht in die Fassade gehen. Der Grenzwert ist sehr einfach berechnet, das sind 20 Watt Peak. Bei den Neubauten pro Quadratmeter EBF-Neubau und 10 Watt Peak beim Bestandesbau.
Also da wird einfach die Summe gebildet und übers Areal berechnet. Das ist auch in unserem Excel-Tool abgebildet, das für die Zertifizierung verwendet werden soll. Dann Treibhausgasemissionen in der Erstellung. Auch hier basieren wir auf den Grenzwerten für die Neubauten aus der Minergie-Zertifizierung, aber es wird flächengewichtet der Mittelwert verwendet über das ganze Areal. Also man hat verschiedene Neubauten in einem Areal und pro abhängig von der Nutzungskategorie und abhängig von der Größe wird dann jeweils der Gesamtwert für das Areal berechnet. Auch das ist hinterlegt im Excel, also Sie müssen hier eigentlich nur die Nutzung kennen, die Größe des Neubaus und ob ein Rückbau stattfindet. Also wenn ein altes Gebäude zurückgebaut wird, jünger als 60 Jahre, dann fließt das in den Grenzwert ein. Dieser wird etwas verschärft. Also er wird etwas strenger, wenn Sie Rückbauten im Areal machen. Dann kommen wir zum Bereich Außenraum. Das ist ein ganz wichtiges Thema im Areal, weil wir eben mit dem Außenraum ganz wesentlich Einfluss nehmen können auf die zukünftigen, auf das zukünftige Mikroklima in diesen Arealen und dass eben Areale auch auf zukünftige Hitzeperioden gut angepasst sind. Das sind so die ganz typischen Themen aus der Schwammstadt, die wir schon kennen. Da gehört eben Verdunstung, Versickerung und Retention dazu, aber eben auch die Grünflächen und Beschattung durch Bäume. Wir haben hier die wichtigsten, also diejenigen Themen herausgepickt, die am stärksten Einfluss nehmen können auf das zukünftige Klima. Es gibt natürlich auch Themen, die jetzt hier nicht drin sind, zum Beispiel die Durchlüftung, die ist bei uns nur als Wahlanforderung dabei. Das sehen Sie dann in nachgehenden Folien. Wir haben uns eben hier auf diese drei sehr wichtigen Themen beschränkt, um das Areal klimaangepasst zu gestalten. Die Grünflächen, hier verlangen wir, dass mindestens 40% der Umgebungsflächen begrünt sind. Das soll natürlich standortgerecht sein, keine riesen Wasserfresser oder eben auch keine invasiven Neophyten. Da gibt es Detailregelungen dazu. Dann haben wir die Beschattung durch die Bäume. Bäume sind die idealen Schattenspender, weil sie im Sommer Schatten spenden und im Winter eben nicht. Und noch durch den Wurzelraum eben auch Wasser zurückhalten können. Deshalb verlangen wir, dass die Umgebungsfläche durch Bäume beschattet wird. Der Anteil hängt von den Nutzungskategorien in dem Areal ab. Bei Wohnen 25% und bei übrigen Nutzungen 15%. Dann haben wir eben das Thema Verdunstung, Versickerung, Retention. Wir möchten, dass Flächen, die eben nicht belastetes Abwasser haben, also zum Beispiel Gehwege, Velowege, sollen soweit als möglich versickerungsfähig ausgestattet werden. Es kann natürlich immer Ausnahmen geben. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein Areal, wo ein Altersheim zertifiziert wird. Wenn das eben mit dem Rollator schlecht geht, dann können wir da auch Ausnahmen natürlich gewährleisten. Dann sind die viele Flächen ja auch bereits versiegelt, wie zum Beispiel Dachflächen. Diese Dachflächen sollen in die Umgebungsfläche zum Beispiel versickert werden. Also nicht direkt in die Kanalisation, sondern wenn möglich vor Ort gelassen werden, damit das Wasser vor Ort wieder zur Verfügung steht und auch zur Verdunstung zu einem späteren Zeitpunkt wieder genutzt werden kann, also zur Abkühlung. Da verlangen wir, dass mindestens 2/3 mit lokaler Bewirtschaftung, nennen wir dies, behandelt werden. Dann haben wir noch den Bereich Mobilität. Hier setzen wir vor allem auf die Förderung des Velo- und Fußverkehrs, also einer nachhaltigen Mobilität und weniger auf Verbote für zum Beispiel motorisierten Verkehr. Wir möchten, dass es genug Abstellplätze gibt für Velos und andere Langsamverkehrsfahrzeuge. Wir möchten, dass diese auch nutzerfreundlich sind. Zum Beispiel, dass Langzeitabstellplätze gedeckt sind, dass man das Velo anschließen kann, dass man nicht zuerst das Velo eine Treppe runtertragen muss, bevor man im Velokeller ist, etc. Diejenigen, die SNBS Hochbau kennen, die kennen auch diese Vorgaben. Die sind abgeglichen mit dem SNBS Hochbau und auch Areal.
Dann die Erschließung. Im Areal soll ein dichtes Wegenetz zur Verfügung stehen für den Velo- und Fußverkehr. Und das soll auch gut angebunden werden an die übergeordneten Netze, also außerhalb des Areals nicht, dass man zuerst eine Hauptverkehrsstraße entlang fahren muss ohne Veloanbindung. Dann die Elektromobilität. Auch wir fördern die Elektromobilität wie im Estenbess-Areal, ist aber über die Minergie-Einzelgebäudezertifizierung bei den Neubauten bereits und bei den Bestandesbauten, die nach Minergie zertifiziert werden, bereits geregelt. Also da müssen wir nicht zusätzlich regeln auf Arealebene. Für Neubauten gilt die sogenannte Ausbaustufe C2. Das heißt, es müssen 60% aller Parkplätze müssen mit Kabeln elektrifiziert werden, aber es muss noch keine Ladestation zur Verfügung gestellt werden. Dann haben wir noch die Vorgabe zum Fahrzeugsharing. Also hier möchten wir diese Sharing-Community fördern, dass eben zum Beispiel ein Personenwagen, das kann ein Elektroauto sein, das kann ein E-Bike sein, eben was in einem Areal auch genutzt werden kann. Das ist sehr arealabhängig. Irgendetwas in diese Richtung soll zur Verfügung gestellt werden. Da kann auch eine Zusammenarbeit mit zum Beispiel Mobility oder mit Publibike stattfinden. Das ist den Arealplanenden überlassen. Das waren die 17 Pflichtvorgaben in Übersicht. Ich komme hier noch ganz kurz auf die Wahlvorgaben. Ich gehe hier nicht im Detail darauf ein. Das sind eben diejenigen, aus welchen Sie drei herauspicken müssen oder eben eine eigene einreichen. Also es sind immer grau hinterlegt, sogenannte Joker in jedem Bereich zur Verfügung. Und hier können Sie auch etwas Eigenes, Innovatives bei uns einreichen und wir werden mit einem kleinen Gremium bestimmen, ob diese Wahlvorgabe auch in etwa den übrigen Wahlvorgaben vom Niveau her entspricht. Es ist zum Beispiel, hier sind Wahlvorgaben drin, die zum Beispiel nicht in allen Arealen umgesetzt werden können, wie zum Beispiel die Durchlüftung im Areal. Das ist nicht in allen Arealen einfach möglich, weil in einem Areal mit einem hohen Anteil Bestandesbau kann man hier nicht mehr viel tun. Oder es sind auch Maßnahmen drin, die vielleicht etwas schwieriger noch oder noch ungewöhnlicher umzusetzen sind, also eine Art Innovationstreiber. Da gehört zum Beispiel die bidirektionalen Ladestationen dazu oder auch innovative Speicherlösungen. Also hier geht es eigentlich darum, dass Areale auch Innovationen mittragen und weiterentwickeln, weil sie eben häufig größere Projekte sind und solch die Möglichkeit dazu besteht. Noch ganz kurz zum Zertifizierungsprozess. Hier muss ich nicht so viel dazu sagen, weil wir kommen im Vergleich noch mal darauf zurück mit dem Essenbess-Areal und es ist auch sehr ähnlich wie im Essenbess-Areal. Also wir haben in einer frühen Phase die provisorische Arealzertifizierung. Dann anders als im Essenbess-Areal gibt es ja im Minergie-Areal dann die Zertifizierung der Einzelgebäude und nach Abschluss, nach Inbetriebnahme aller Neubauten und Erneuerung der Bestandesbauten ist dann die definitive Arealzertifizierung. Anders als im Essenbess-Areal gibt es bei uns keine Rezertifizierung, respektive es ist wohl etwa das Gleiche, nur nennen wir es den einmaligen Betriebscheck, weil wir keinen Zertifikatsentzug machen. Das heißt, es kommt jemand von der Zertifizierungsstelle bei Ihnen vorbei, schaut sich das Areal an und gibt gewisse Kommentare respektive Verbesserungsempfehlungen mit und prüft nochmal die energetischen Messwerte mit den Planwerten ab. Dann, wie beim Essenbess-Areal, gibt es die Möglichkeit für die Verifizierung von Zwischenschritten bei sehr großen Arealen. Wir haben einfach gesehen, es gibt Areale, die über 20 Jahre entwickelt werden. Die können dann diese 10 Jahre mit der definitiven Arealzertifizierung nicht einhalten. Und hier möchten wir Zwischenschritte festlegen, gemeinsam, wo dann nochmal die einzelnen Baufelder genauer angeschaut werden und die Nachweise nachgeführt werden. Jetzt noch ganz kurz, warum denken wir, dass ein Minergie-Areal Sinn macht und auch Nutzen bringt? Ich denke, das hängt davon ab, wer der Akteur ist. Für die öffentliche Hand bringt es den Nutzen, dass eben die Energie- und Klimaziele sichergestellt werden können, insbesondere in der Sondernutzungsplanung, weil man eben mit dem Minergie-Areal auch sehr früh bereits die Nachweise erbringen kann.
die Arealentwickler und Investorinnen, also hier auch das Minergie-Areal, deckt viele Dimensionen der ESG-Kriterien, insbesondere E und S, also Environment and Social, deckt es ab und es bietet eine Planungssicherheit über einen langjährigen Transformationsprozess. Für die Nutzenden ist natürlich der Komfort in den Innenräumen und durch den Hitzeschutz und die Lufterneuerung sehr wichtig, aber auch im Areal, im Außenraum durch die Begrünung und Beschattung. Und nicht zuletzt die Planenden. Hier denken wir, es gibt einen Vorteil, weil es etwas Flexibilität gibt im Bereich der Photovoltaikanlagen, wo man die hinstellt und eben Treibhausgasemissionen in der Stellung. Und es ist ein sehr schlanker Vorgabenkatalog, welcher auch für kleinere Areale in zum Beispiel ländlichen Gebieten eingesetzt werden kann. Ich gehe jetzt gleich weiter in Vergleich der beiden Labels. Wir übernehmen jetzt gemeinsam, Barbara und ich, diese Präsentation. Wir wechseln uns ab, damit Sie einen Überblick bekommen, wie sich eigentlich diese zwei Areal-Labels unterscheiden. Wir starten mit der Philosophie. Also ich würde sagen, das Minergie-Areal kennzeichnet sich eigentlich durch die Energieeffizienz, den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel. Also das sind unsere Hauptthemen. Das heißt, wir fokussieren auf den Bereich Umwelt. Und bei uns, beim Minergie-Areal, sind die Gebäude auch im Fokus mit dem Außenraum. Bei SMBS-Areal haben wir eine umfassende Betrachtung der Nachhaltigkeit in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Und der Fokus liegt ganz klar auf dem Areal. Gebäude werden nur so weit betrachtet, wenn sie Einfluss auf das Areal haben. Dann bei der Bewertung gibt es auch Unterschiede. Das Minergie-Areal ist ein Ja-Nein-System. Also wir haben Pflichtvorgaben, 17 Stück, die erfüllt werden müssen, ja oder nein. Und dann eben die Wahlvorgaben, von welchen man sich 3 von 17 auswählen kann. Bei SMBS-Areal haben wir ja das Notensystem, wie bereits erwähnt, wie im Schweizer Schulnotensystem. Was ich bis jetzt nicht erwähnt habe, wir haben hier keine Stufen mit Silber, Gold, Platin, sondern wir haben eigentlich die Gesamtnote 5, die als Vorgabe gilt für SMBS-Areal. Es dürfen dann 2 ungenügende Noten geben, die müssen aber in unterschiedlichen Bereichen liegen. Dann zu den sogenannten Lagekriterien. Also das sind Kriterien, die aufgrund der Lage des Areals oder dem Standort des Areals beurteilt werden müssen. Im Minergie-Areal gibt es keine solchen Kriterien. Und im SMBS-Areal ist es ähnlich wie auch im Hochbau, dass sowohl die Erreichbarkeit, also ÖV-Güteklasse, als auch Naturgefahren oder Mobilitätsanforderungen sowie auch die Ausnutzung bewertet wird. Dann zum Zertifizierungsprozess, den haben wir ja beide schon vorgestellt. Ich denke, wir müssen hier nicht ins Detail reingehen. Man sieht, es gibt diese erste, zweite, dritte Zertifizierungsrunde. Das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe im SMBS wie im Minergie-Areal, nur dass wir zum Beispiel die erste Zertifizierungsrunde im Minergie-Areal provisorische Zertifizierung benennen und im SMBS-Areal ist das die Vorzertifizierung. Vielleicht noch zur dritten Zertifizierungsrunde, der Betriebscheck heißt das eben bei uns und der findet innerhalb von 2 bis 4 Jahren nach der definitiven Zertifizierung statt. Beim SMBS-Areal? Genau, da haben wir die Rezertifizierung nach 5 Jahren im Betrieb. Da ist natürlich auch nicht die Idee, dass man Zertifikate entziehen möchte. Wahrscheinlich wird es eher in die Richtung gehen, dass man bei schlechten Werten allenfalls Handlungsempfehlungen geben würde. Und auch die Verifizierung von Zwischenschritten, das ist eigentlich dasselbe. Ich bin nicht sicher, Barbara, ist es beim SMBS-Areal immer so, dass es Zwischenschritte gibt oder ist das auch individuell? Nein, das ist individuell. Also man entscheidet anhand von der Größe und Komplexität des Projektes beziehungsweise anhand von dem Terminplan der Arealentwicklung. Super. Vielen herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und den Vergleich auch, den man so ein bisschen Einblick kriegt. Besten Dank. Ich habe gesehen, der Chat ist schon voll mit Fragen. Das ist sehr schön.
Ich fange dann gleich mal an und stelle sie euch. Dann könnt ihr schauen, für wen es, ja, wer sie beantworten kann. Ich glaube, die erste geht direkt an Barbara. Gibt es ein priorisiertes Tool für den Materialkataster? Nein, es gibt kein Tool für Materialkataster. Natürlich ist eine sehr zielführende Anwendung ist Madaster, aber es gibt keine Vorgabe dafür. Besten Dank. Dann wurde im gestrigen Webinar, also Minergie Eco, gesagt, dass das Minergie Eco Tool zu den Treibhausgaserstellung, also Treibhausgasemissionen in der Erstellung pensioniert wird und neu das im Minergie-Nachweis integrierte Tool gebraucht wird. Wie ist das jetzt bei den SNBS-Treibhausgasemissionen in der Erstellung? Wie handhabt ihr das dort? Dann müssen wir uns definitiv danach richten. Es ist natürlich so, bei einer definitiven Zertifizierung würde man schon eine detaillierte Berechnung mit den bekannten Softwares verlangen. Für die Vorzertifizierung könnte sogar SIA 2040 angewendet werden, obwohl dann die Auswertung nicht so einfach ausfallen würde. Vielleicht noch, was wollte ich sagen? mir fällt es jetzt nicht ein, ich habe schon überlegt, was ich antworten würde, aber ich komme noch darauf zurück, wenn das mir einfällt. Entschuldigung. Das tönt doch gut, du kannst dich einfach nochmals melden, wenn es dir wieder einfällt. Danke. Dann gehen wir gleich zur nächsten Frage. Wird die Umgebung in der Treibhausgasemission bzw. Energiebedarf Erstellung mit berücksichtigt oder werden nur die einzelnen Gebäude berechnet? Genau, hier passt auch die Antwort, was ich sagen wollte. Perfekt. Auch wie bei Minergie ist auch bei SNBS Aral eigentlich die Bewertung von Erstellung auf einem Durchschnittwert angerechnet. Also es müssen nicht die einzelnen Gebäude einen Grenzwert einhalten, sondern es muss der Aral-Durchschnitt stimmen. Die Umgebung wird nicht mit einberechnet. Da gibt es eigentlich von KBOB auch noch keine sinnvolle Werte für die meisten Umgebungsthemen. Und es ist ja auch so, dass die Bewertung auf Quadratmeter Energiebezugsfläche abgerechnet wird. Und das wäre in dem Fall nicht möglich, das umzuwälzen mit Umgebungsflächen. Danke dir. Könntest du auch gleich noch darauf eingehen, was Baufertigstellung bei einem Areal in Transformation denn konkret bedeutet? Also rein theoretisch wäre das der Fall, wenn alle Gebäude, die saniert werden sollten, auch saniert werden und alle Neubauten auch fertigerstellt sind. Danke. Jetzt gibt es eine Frage, die, glaube ich, an euch beide geht. Nämlich können Areale, die vor kurzem in Betrieb sind, eine SNBS- oder Minergie-Areal-Zertifizierung noch erhalten? Davon gehe ich, Entschuldigung, ja, genau, davon gehe ich auch aus, dann gleich in die definitive Zertifizierung einsteigen und wir haben gerade auch schon eine erste Prüfung am Laufen, ob das tatsächlich machbar ist. Danke, also das ist genau die gleiche Antwort beim Minergie-Areal. Also wir haben jetzt ein Areal, das sich jetzt überprüfen lässt. Es ist natürlich so, wenn etwas nicht übereinstimmt mit den Vorgaben, dann wird es eventuell schwierig, aber das sollte man in einer Vorprüfung halt schnell anschauen, ob das möglich ist. Und dann kann man direkt mit der definitiven Zertifizierung starten. Okay, danke. Dann nochmals an Barbara. Müssen alle Gebäude eines Areals den gleichen Investor gehören, um das SNBS-Areal zertifizieren zu lassen? Nein, aber die Eigentümer sollten sich in einer Trägerschaft zusammenschließen und gewisse übergeordnete Themen auch in dem Gremium festhalten. Besten Dank. Nun, glaube ich, kommt eine Frage an Stefanie, aber ihr korrigiert mich, wenn ich das Falsche zuweise. Nämlich, was ist der Grund, dass der Grenzwert für Treibhausgasemissionen über das ganze Areal gewählt wurde und nicht auch pro Gebäude? Wir haben womöglich eigentlich die Themen, die man eben nicht einfach verschieben kann. Das sind eben Lufterneuerung und Hitzeschutz. Die haben wir im Gebäude gelassen. Also es nützt mir nichts, wenn der Nachbar einen guten Hitzeschutz und eine wunderbare Luft drin hat und ich nicht. Da sind wir beim Gebäude geblieben. Und bei den anderen Themen, wo es eigentlich keine Rolle spielt, wo man die Einsparung macht oder die Verbesserung, da haben wir eben diese Flexibilität gewählt. Und das ist eben Photovoltaik und Treibhausgasemissionen in der Erstellung. Das sehe ich auch so.
Perfekt. Denn auch Stefanie, was passiert, wenn Punkt C1.2 nicht möglich ist? Jetzt müsste ich wissen, was C1.2 ist. Wahrscheinlich die fossile Fernwärme. Ich habe es mir so notiert, genau, Nutzung thermische Energie, Energiekonzept für Nutzung thermische Energie und Abwärme. Also das sollte immer möglich sein. Ein Energiekonzept muss man machen und da gibt es eigentlich auch keinen Grund, dass das nicht gemacht werden könnte. Aber vielleicht ist es die Fernwärme gemeint. Sonst können wir vielleicht kurz nachchecken bei den Folien. Aber ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal kurz weiter und ich überprüfe das nochmals, ob das Richtige ist. Vielleicht kann ich aber die Fernwärme kurz begründen. Es ist effektiv, weil das wird auch immer wieder gefragt. Also es kann sein, dass heute die Fernwärme noch nicht 25% maximal fossiler Anteil hat, aber zum Beispiel ein Abkommen in der Stadt verfügbar ist, dass der Fernwärmelieferant verpflichtet ist, seinen Anteil bis in 10 Jahren auf 25 oder weniger Prozent zu reduzieren. Und dann kann das beigelegt werden. Aber was man wissen muss, die definitive Zertifizierung kann erst stattfinden, wenn dann wirklich diese 25% Maximum belegt werden können. Also das darf auch ein Absenkpfad sein, der aufgezeigt wird. Aber das muss irgendwie in der provisorischen Zertifizierung deutlich werden, dass das wirklich gemacht wird beim Fernwärmelieferanten. Perfekt. Genau, es war die Nutzung thermische Abwärme wurde noch ergänzt. Aber jetzt haben wir beide Fragen beantwortet. Ja, genau. Also das ist klar, das muss im Energiekonzept soll das geprüft werden. Aber es ist natürlich so, wenn das nicht absolut unwirtschaftlich ist, diese Nutzung der Abwärme, dass das dann nicht zwingend gemacht wird. Wir haben keine Vorgabe, welche erneuerbaren Energiequellen das genutzt werden sollen oder dass Abwärme zwingend genutzt werden muss. Aber es soll doch immerhin mal angeschaut werden, ob das eine Möglichkeit wäre. Danke. Genau, auch nochmals eine Minergie-Areal-Frage. Wenn der Check Minergie-Areal nach der Zertifizierung schlecht ausfallen sollte, wie geht es weiter? Muss man nachbessern oder gibt es wieder einen Check, bis alles gut ist? Ja, sonst ist das Label nicht wirksam, wird geschrieben. Also wie handhabt ihr das? Das müssen wir dann vielleicht wirklich schauen, wie das dann sein wird. Also wir haben im Moment noch kein Areal, das in dieser Phase ist. Im Moment bleibt es bei diesem Betriebscheck. Aber ich denke, das ist auch etwas, was wir dann schauen müssen, wenn sich da herausstellt, dass ganz viele Areale wirklich total neben dem sind, was sie eigentlich geplant haben, werden wir das anpassen müssen. Aber im Moment ist es wirklich dieser einmalige Betriebscheck. Danke. Die Kosten pro Gebäude beim SNBS, fallen die auch an, wenn das Gebäude nicht zertifiziert wird? Ja, richtig. Also pro Gebäude, es gibt natürlich eben zum Beispiel Erstellung oder Betriebsenergie, wo, obwohl es ganzheitlich ausgewertet wird, es sind ja die Gebäudewerte, die dann dahinter liegen und auch bei der Prüfpersonen einen Aufwand erzeugen, also diese 2000 Franken. Dienen dazu, dass die Gebäudethemen auch geprüft werden können. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, was diese Doppelzertifizierung mit SNBS Areal und Hochbau für Gebühren für die einzelnen Gebäude mit sich ziehen würde. Dankeschön. Und dann noch eine spezifische Frage zum Kanton Zürich. Minergie-Neubauten werden im Kanton Zürich nicht mehr gefördert. Das ist die erste. Und also als Frage. Und wird die Systemerneuerung auch als Nachweis für den Bestand akzeptiert? Stefanie, kannst du da Auskunft geben? Soweit ich weiß, ist Minergie P weiterhin gefördert im Kanton Zürich, aber das müsste ich auch nochmal genau nachschauen, bin ich nicht hundertprozentig sicher. Also Minergie wird ja in den vielen Kantonen nicht mehr gefördert für den Neubau, nur für die Sanierung. Aber das könnten Sie nachschauen, diejenige Person, die es gestellt hat, unter energiefranken.ch oder auf unserer Webseite steht das auch zur Verfügung. Dann zur Frage Systemerneuerung. Ja, das ist genau sehr häufig wahrscheinlich ein Anwendungsfall. Systemerneuerung kann genauso angewendet werden wie eine normale Minergieerneuerung. Besten Dank. Dann, wie kann eine bestehende 2000 Watt Arealzertifizierung in das SNBS Areallabel überführt werden? Und oder muss hier dann überhaupt komplett neu zertifiziert werden? Und wie ist das Vorgehen dazu?
Also wenn es ein gültiges 2000 Watt Aral-Label hat, dann haben wir im 1. Juni eine Anschlusslösung veröffentlicht, also eigentlich früher als der Kriterienbeschrieb. Wenn ich mich nicht irre, sind 23 Kriterien fast automatisch benotet, also durch 2000 Watt Noten oder 2000 Watt Nachweisen. Nachher sind wir es ausgewertet und nur 8 Kriterien kommen zusätzlich dazu. Es gibt eine Anschlusslösung und es gibt gewisse Vereinfachungen für die 2000 Watt Areale, weil der BfE garantiert hat, dass eine Überführung in eine oder das andere Label ermöglicht wird für alle 2000 Watt Areale mit einem gültigen Zertifikat. Besten Dank. Stefanie, noch eine Ergänzung zum Energieareal oder ist gut? Alles Nein, gesagt. Das gilt dasselbe, wie Barbara für SMBS-Areal gesagt hat. Also eben, es müssen gewisse Kriterien müssen vollständig angeschaut werden und andere sind mehr oder weniger bereits erfüllt durch die 2000 Watt Areale. Okay, und funktioniert die Anschlusslösung auch bei 2000 Watt Arealen, welche noch in Erarbeitung sind? Also falls ein 2000 Watt Areal in der Entwicklung zertifiziert ist, also es gibt einen zertifizierten Stand, dann kann man es überführen in die entsprechende Stufe, also in der Entwicklung würde das dann in die Vorzertifizierung kommen. Wenn es nicht vorzertifiziert, also nicht zertifiziert ist mit 2000 Watt, dann erfolgt eine Gesamtdokumentation nach der Regelung von SMBS Areal ohne Oder Ausnahmen. Minergieareal, dasselbe für Oder Minergieareal natürlich. Perfekt. Das sind jetzt mal soweit die Fragen. Sie können gerne noch die eine oder andere Frage reinnehmen. Ansonsten möchte ich noch ganz kurz, ich werde den Bildschirm nochmals kurz anfordern, ein paar kleine Hinweise noch vor dem Mittag machen. Nämlich, falls Sie, muss ich da schnell weiterklicken? So. Jetzt haben Sie mal einen Überblick bekommen, was das so ein bisschen heißt, falls Sie sich weiter informieren möchten zum einen Areal oder zum anderen Areal oder zu beiden, haben Sie das die Möglichkeit am 5. Dezember gibt es am Vormittag einen Kurs zum SMBS-Areal, am Nachmittag dann zum Minergie-Areal, dann können Sie das gleich kombinieren oder eben das eine oder andere besuchen. Genau. Und ja, ich glaube, wir sind soweit. Falls weitere Fragen kommen sollten, können Sie diese auch gerne nachher im Nachgang noch an uns stellen über die üblichen Kanäle info@minergie.ch oder auch hochbau@smbs und dann werden wir die gerne entsprechend den Personen weiterleiten. Ob diese Kurse auch online stattfinden, da bin ich jetzt, glaube ich, aktuell nicht. Diese sind momentan in Luzern angedacht. Sie finden aber eigentlich das ganze Kursangebot jeweils auf den einzelnen Webseiten. Und sonst schreiben Sie uns, wenn Sie das Bedürfnis haben. Dann schauen wir auch, ob da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit noch stattfinden wird. Genau. Ja, dann mit 5 Minuten früher fertig. Das ist man meistens nicht sehr unglücklich damit, weil man schon essen kann. Dann wünsche ich Ihnen allen einen guten Appetit. Bedanke mich ganz herzlich sowohl bei den Partnern, aber jetzt auch ganz besonders bei Barbara und Stefanie. Vielen herzlichen Dank für den guten Überblick und ein gutes Miteinander. Danke auch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ade. Ade. Ade.